Hm? Was ist das? Schatz, Vorsicht. Ich mach gerade das noch aus. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Geht's auch richtig? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin zu betrunken dafür. Du Schatz, ich glaube, ich bin doch ein bisschen müde. Können wir das einfach auf morgen verschieben oder so? Klar. Ja. Okay. Ja. Danke. Oh, ich bin echt fertig. Ich gehe noch eben ins Bett und dann lege ich mich auch hin und dann gehe ich auch schlafen. Mann, ich krieg das einfach nicht aus meinem Kopf. Kann das echt sein, dass der Vater von meinem Freund auf mich steht? Ich muss echt dringend nochmal mit Ben reden. Hey Leute! Alles gut? Okay, ich frag gar nicht. Hi, können wir reden? Alleine kurz? Okay. Hi. Du kommst klar, Schatz, ich helf dir gleich, ja? Ich werde aus dir nicht schlafen. Erst verhältst du dich mir gegenüber wie ein Arsch. Dann kriege ich wegen dir einen Stromschlag und dann machst du dir Sorgen um mich. Und ich kapier's nicht. Wie oft änderst du bitte deine Meinung in kürzester Zeit? Ich kapier's nicht. Dann gucke ich mir gestern auf der Kamera die ganzen Bilder an von der Party. Und von 100 Bildern bin ich auf 80 drauf? Ja, du machst so. Ich denke mir einfach so, was bist du, schizophren? Bist du ein Stalker? Bist du ein Psycho? Keine Ahnung. Schizophren, Stalker, Psycho? Verwechselst du da jetzt irgendwas? Jetzt steige dich mal nicht so rein, okay? Steige dich da mal nicht so rein. Ich habe ein paar Testbilder gemacht. So what? Da warst du eben auf ein paar Bildern drauf. Ja und? Okay. Wenn du das für normal hältst, ich halte es nicht für normal. Ja, du brauchst jetzt nicht so viel drauf einbilden, okay? Fertig. Okay, Ben, keine Ahnung, was das werden soll. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Aber ich will dich daran erinnern, ich bin mit deinem Sohn zusammen. Ich habe keinen Bock auf Stress, ich habe keinen Bock in Erklärungsnot zu geraten und ich glaube, du auch nicht. Deswegen tu mir einen Gefallen und lass es für die Zukunft bitte anders sein, okay? Geht, Schatz, ich bin, komm, ich bin auch fertig. Du kannst ruhig ins Bett. Ja, ich mach auf. Dankeschön. Sorry, ich dachte, das wäre keiner. Entschuldige, aber ich wohne hier. Ja, offensichtlich. Wie auch immer. Oskar, wo ist Nelly? Weil eigentlich müssen dein Dad und ich zur Schule, weil sie wohl irgendwelche Probleme in der Schule hat. Weißt du irgendwas? Nee, keine Ahnung. Lass mich erstmal bitte einen Kaffee trinken. Naja, wie auch immer. Wir wollten Fotos angucken vom Geburtstag. Ja. Ja, wo sind die? Sorry, ich habe die aus Versehen gelöscht. Was? Keine Bilder mehr von mir? Ja, sorry, es war nicht Absicht. Ich bin irgendwie auf den Knopf gekommen und dann dran drauf. Aus Versehen. Ja. Auf den Mülleimer und nachdem die Kamera dich gefragt hat, ja, wirklich löschen, nochmal auf, okay? Es hing irgendwie, tut mir leid, ich hab's nicht mit Absicht gemacht, dann ging's alles so. Wie kann man denn so doof sein? Lea, das waren die einzigen Bilder, die wir überhaupt haben. Ich toll. Tut mir leid. Ich hab's gewusst, ich wollte sie eigentlich gestern auch schon sagen, aber. Ja. Oh, super. Schön. Das war dann ein super 17. Geburtstag. Ich hab's nicht mit Absicht gemacht. Gut, Leute, ich hau ab, ja? Schlaf dich aus, wir hören später. Du sollst schlafen. Danke.
verschuldest mir trotzdem noch eine Erklärung, Freund. Ich weiß, ich hätte die Bilder schon löschen sollen, aber ich habe es halt noch nicht geschafft. Aber ich werde es noch tun. Scheiße, Kacktag! Gute Scheiße. Hey. Oh, shit. Tut mir leid. Ich habe nicht gesehen, dass du da schläfst. Sorry. Alles gut, ich glaube, ich wollte eh aufstehen. Ja. Mir passiert auch nur so eine Kacke. Alles gut, was passiert? Warum kommst du hier rein wie Godzilla? Nee. Eigentlich ist nichts passiert. Ich war gerade bei einer. Also, ich habe mir eine Wohnung angeguckt. Also, die von Tonis Onkel, wo wir eventuell alle einziehen könnten. Die auch richtig, richtig schön ist. Echt jetzt? Ey, das ist mega gut. Das sind voll die guten Nachrichten. Ich bin nicht ganz wach. Also früher oder später müssen wir hier raus. Aber ja. Ist doch voll gut. Eigentlich, ja. Eigentlich. Du klingst nicht begeistert. Ich weiß momentan einfach noch nicht, ob ich damit einziehen kann. Oder ob ich mir lieber alleine was suche. Also jetzt nicht deinetwegen, sondern mir ist diese ganze Dreierkonstellation, Bo, Toni, ich, das ist einfach zu kompliziert. Okay, weil du dich... Hast du dich in Toni verguckt, oder? Nein, um Gottes Willen, nein. Nein, nein, nein. Nein. Ja gut, aber wenn es das nicht ist, dann keine Ahnung, sich im Buch verknallt, oder was? Hast du dich im Buch verguckt? Also... Nein. Oh, sorry, ich wollte dich so... Entschuldigung. Ich weiß es nicht, also... Ja, aber ey, selbst wenn, das ist doch nicht schlimm. Ey, ich kenne ganz viele, die... Ja, aber ich bin ja nicht lesbisch, weißt du? Also ich ja. stehe ja eigentlich auf Männer. Dann kann ich ja nicht einfach auf mich... Ja, aber ich kenne ganz viele, die sich später dann doch anderweitig irgendwie verliebt haben oder verguckt haben. Wie auch. Das ist ja nicht schlimm. Ganz ehrlich, keine Sorge, ich sag's auch keinem. Ich weiß, okay, mir ist es echt ein bisschen unangenehm. Und ich kenne ganz viele... Es gibt ganz viele komplizierte Beziehungen. Also, oh ja. Same here? Ja. Warte mal, oh, du hast nicht schon wieder Stress mit Oscar. Elia, so langsam... Also, nicht mit Oscar, sondern mit seinem Vater, also mit Ben. Okay, das musst du mir erklären. Ach, keine Ahnung, er ist... Ach, mein Ben ist süß, er sieht gut aus und erst ist er nett, dann verhält er sich aber wie ein Arschloch und dann habe ich mir die ganzen Fotos von Oscars und Nellys Party im Cage angeschaut und da sind einfach die meisten Bilder von mir. Es ist voll strange. Hier ist gar nichts strange, er steht auf dich. Oh, ja, oder? Oh, ja, oder? Und du offensichtlich auch auf ihn. Fräulein, guck mir in die Augen. Oh, Lea. Ach, so Mann, ich kann nichts. Ich kann doch nichts. Ich kann nichts dafür. Ach, keine Ahnung. Guck mal, wir haben uns kennengelernt und es war einfach total schön. Es war so, ich habe ihn gesehen und ich dachte so, okay, wow. Ach, du Scheiße. Und guck mal, das war bevor wir voneinander wussten und jetzt bin ich total durcheinander und weil er eigentlich der Vater von meinem Freund ist und das darf er nicht sein und ich brauche, glaube ich, mal eine kalte Dusche. Okay. Du beruhigst dich jetzt erstmal und wir reden dann nochmal, okay? Mhm. Oh Gott, Maria Gottes. Also, wenn Ben wirklich auf mich steht, dann hoffe ich, dass das ganz schnell nicht mehr so ist. Ach Mann, das darf einfach nicht sein. Oder zumindest soll er es vielleicht einfach für sich behalten. Hey, yo! Hey. Alles fresh bei dir? Ja, und bei dir? Alles gut. Mel ist auch gleich hier. Ist noch im Treppenhaus. Hier da so einen alten Kollegen, Kumpel getroffen, David. Mhm. Und er sucht eine Wohnung. Und jetzt redet Mel mit ihm für die Miete unten. Müsste aber auch gleich hier sein. Gut, wenn Mel gerade nicht da ist, dann wollte ich dir mal irgendwas zeigen. Du hast echt gute Fotos gemacht auf der Party. Aber mir ist da besonders aufgefallen. Warte, ich wollte dir mal zeigen. Eben hier. Wenn du mal guckst. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie einen Sinn hat, aber. Hab schon verstanden. Einfach. Lea, Lea, also Lea aus jeder Perspektive einfach, von links, von rechts, von oben, von unten, von überall, also hat das irgendeinen Sinn? Also du kannst mir alles sagen, das weißt du doch, aber was hat das zu bedeuten? Ja, ich finde sie toll und das vom ersten Augenblick an. Aber du hast die Freundin von meinem Sohn und da kann ich halt nichts machen, da stelle ich mich nicht dazwischen und so armselig bin ich auch wieder nicht. Ja, aber wenn du doch offensichtlich in sie verknallt bist, dann ist das doch nichts Verwerfliches, also... Das ist doch auch egal.
Hey, vor Anfang an lief alles scheiße und jetzt denken sie eh wahrscheinlich, dass ich ein Stalker bin oder irgend so ein Psycho, weil sie die Bilder angeschaut hat. Sie hat die gesehen? Ja. Ja, würde ich mir auch denken. Ich meine, wie kommt das denn? Also, ich sag ganz ehrlich, was ich machen würde. Ich würde dir ganz offen und ehrlich sagen, ich finde dich toll, aber ich akzeptiere das trotzdem mit Oscar und es geht halt irgendwie so nicht, aber du findest es trotzdem toll. Also, ne, dass du das so sagst. Weil jetzt hast du noch die Chance. Ansonsten vergeigst du die Sache so wie ich und dann ist es zu spät irgendwann. Ich würde es dir sagen so. Weil sonst denkt sie wirklich, du bist ein Psycho, ein Stalker oder weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich würde mir schon Gedanken machen, wenn sowas... Vielleicht hast du ja recht. Ich mach mir da mal einen Kopf drüber. Mach das. Aber du kannst gut fotografieren. Willst du jetzt mal die Kamera bitte wegpacken? Mel ist gleich hier. Ja. 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 So, ich bin weg. Tschüss. Wenn irgendwas sein sollte, ich hab mein Telefon. Ja, ich melde mich dann, ja? Alles klar. Bis ciao, ciao. Ciao. So, ey, warte mal, Baby. Hä? Hast du was vergessen? Ich muss voll dringend pinkeln. Ich gehe eben. Hä, wir kommen doch gerade. Ja, aber wir gehen jetzt nach Hause und ich muss voll dringend pissen und dann. Alles gut, Schatz. Fuck mich das ab. Ich komme gleich wieder. Bis gleich. Hey, ich bin froh, dass ich dich sehe. Hey, was möchtest du hier? Also, ich bin mit Oscar hier. Du solltest dich vielleicht ein bisschen beeilen, wenn du irgendwas loswerden willst, weil ich glaube, der braucht mich lang. Ich weiß, ich brauche auch nicht lang. Ich will dir einfach nur einmal sagen, nicht, dass du denkst, ich bin eine komplette Psycho. Okay, das mit den Bildern, das ist genau das, nachdem es aussah. Ich habe mich hier nicht verguckt. Ja, es ist so. Ich finde dich toll. Du bist aber mit meinem Sohn zusammen und ich werde dir nichts machen. Und ich erwarte auch nichts von dir. Ich will einfach nur die Karten auf den Tisch legen und nach einem Tisch machen, dass du die Situation kennst. Was geht hier gerade ab? Eigentlich sollte es mir doch egal sein, ob Ben auf mich steht. Das ist es aber gerade irgendwie nicht. Und eigentlich liebe ich doch Oscar. Oh, scheiße. So, wir können. Baby, ist alles okay? Hey, was? Mhm. Was ist los? Du guckst, als wäre was weiß ich was passiert. Ist alles in Ordnung? Ja. Du hattest eine harte Woche, ne? Hey. Wenn irgendwas ist, dann sag mir das. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann ich tue es sofort. Ich will, dass du weißt, dass ich unendlich glücklich bin, dass wir uns überhaupt gefunden haben. Ich liebe dich. Wollen wir nach Hause? Klar. Ist alles okay? Mhm.